Wenn Sie die Sonne über Ostern aufladen möchten, müssen Sie nach Süden fahren. Die Reise sollte eine Touretour sein. Janine Enderli, in den letzten Tagen ist der März im April geworden, zumindest in Bezug auf das Wetter. Wahrscheinlich ja, sagt Roger Perret von Meteo News Überblick. Am Maundy Donnerstag und Karfreitag erwartet uns eine Sun-Cloud-Mischung im Norden. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 14 Grad. Es kann auch zu Niederschlag führen. Aber Jet, och, dies kann noch nicht mit den aktuellen Modellen vorhergesagt werden. Was klar ist, Schnee zu Ostern wird im Tiefland nicht existieren. Wenn Sie die Sonne aufladen möchten, müssen Sie eine Autofahrt abfinden. Im Süden wird das Wetter besser, in Ticino bleibt es trocken. Mit milden Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad und Sonnenschein, sagt Perret, es besteht das Risiko eines Verkehrschaos. Im Moment sieht es so aus, zu einem schönen Osterwochenende. Die Reise in den Süden dürfte sich aus wettertechnologischer Sicht lohnen. Nur in Bezug auf die Verkehrstechnologie droht die Horrortage. Jetzt zeigen die TCS-Modelle in diesem Jahr, könnte es vor dem Gotthard einen Rekordblechjam geben. Werte vor dem Portal North Portal in diesem Jahr. An einem, der nur den Karfreitag in der Nacht beginnt, sagte die TCS. Erst nach 20 sollte sich Stau auf der alpinen Nordseite langsam auflösen, sagte TCS. Um die Megablattlawine zu bekämpfen, hat der Kanton von Uri bereits angekündigt, verschiedene Maßnahmen gegen den Stau zu testen.